Schmuggler festnehmen, abtransportieren. Wie soll ich die denn festnehmen? Die kommen doch nicht raus. Ach, jetzt aber. Ach, schöne Scheiße. Ach, Mensch. Ach. Du Scheißschnurre, jetzt fahr endlich. Na, das wird ja actionreich wieder. Wow, hey, das Adrenalin. Mega. Ein Falschparker. Okay, er muss hier irgendwo sein. Da vorne. Na los, ich krieg dich, Bürschchen. Ja, ach. Ich kann grad nicht. Schick wen anders. Na los, na los, na los, na los. Ach, ist nicht wahr. Und jetzt ballert er auch noch auf uns, oder was? Na, so ein Glück. Krankenwagen. Und Abschleppdienst. Und Wagen checken. Zur Fahndung ausgeschrieben. So, ach, Krankenwagen ist noch da. Hallo? Nein, Außerirdische! Außerirdische! Ich glaub's ja nicht. So, und wir düsen schon mal zum nächsten Einsatz. Der ja irgendwo sein muss, aber sich wieder nicht anklicken lässt. Naja. So, ja, nu fahr doch endlich. Wo sollen das jetzt sein? Die Randalierer. Ach Mensch, ich kann... Ach, geh weg. Okay, da also. Okay, Freunde, dann geht's los. So. Ja, 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 jetzt mach schneller. Der andere kommt. Oh ja, mit dem Polizeiwagen kann man nicht über Büsche fahren. Hallo? Mann, diese Stahlbüsche hier überall, ist ja unglaublich. Und als Polizist kann man auch nicht von 30 cm hohen Absätzen springen. Ach Leute. Komm, lass mal die Karre mal stehen. Was haben wir denn sonst noch hier im Revier?
Illegales Parken auf illegalen Parkplätzen. Na, Mensch. Blöd. Blöd. Noch 23 Minuten bis zum Schichtende. Eigentlich reicht das auch bald mit dem Let's Play oder Let's Test oder was immer es geworden ist. Ich bin mir fast sicher, dass fast niemand bis hierher aushalten würde. Nicht mal ich halte bis hierhin aus. So, ich kann das Ganze auch nur zocken, weil ich gerade schwer auf Droge bin. Wie der junge Mann da vorne. So, vorher natürlich hier nochmal die Karre abchecken. Alles klar, alles easy. So, Kollege. Na, jetzt schlag doch zu. Idiot. Der steht eine halbe Stunde lang rum und lässt sich auf die Fresse boxen, bevor der mal zuschlägt. Ach, Mensch. So. Und dann lassen wir den gleich noch schön abschleppen hier. Zack. Und nutzen die Gelegenheit, um uns mal hier mal umzuschauen. Ach, unglaublich. Ne. Schade, das wäre es jetzt noch gewesen. Und der Rest hier ist ja eh... Ja, super. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn die Alte hin? Die ist einfach verschwunden. Mensch! Zauberei! Also das Spiel hat wirklich ganz fantastische Features. Von den Außerirdischen bis hin zur Zauberei. Und sich selbst steuernden Autos... So, finden wir hier noch irgendwen? Ich glaube eher nicht. Aber ich werde die Schicht hier auch nicht mehr zu Ende spielen, weil... Ach, ach, ja. So toll ist das Spiel erstaunlicherweise auch nicht. Ich weiß, das kommt jetzt sehr erschreckend für euch. So, hinfort. 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 Na super. Hau doch ab, du Sau. Okay, ja, ich möchte das Spiel wirklich beenden. Auszeichnungen. Gar keine. Hervorragend. Erfolge. Erste Streifenschicht. Erste erfolgreiche Verhaftung. Bla bla bla. Ja. In diesem Sinne kann ich nur sagen, ich hoffe, das kleine Let's Play oder ein Klammern Let's Test, je nachdem, was es wird, hat euch, naja, gefallen. Hat es euch bestimmt nicht, weil, naja, ihr wisst ja schon warum. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Spiel besticht auf jeden Fall durch seine Action, durch sein rasantes Tempo, durch seine abwechslungsreiche Abwechslung, ja, ihr wisst schon Bescheid. Und, wenn ich Polizist wäre, ich würde auf jeden Fall statt Guantanamo, würde ich dieses Spiel hier für Foltermethoden einsetzen. Minimum 2 Stunden die Polizei spielen. Und wenn ihr Polizisten irgendwo da draußen seid und dieses Spiel seht, und zufällig genau so eine Tagesschicht habt, dann ist mein Mitleid euch auf jeden Fall sowas von gewiss. Das tut mir so leid. Wenn ich Polizist wäre in diesem Spiel, ich würde, glaube ich, eher eine Verbrecherkarriere einschlagen. Apropos einschlagen, das passt ja wieder. Ja, Karriere fortsetzen, ich glaube nicht. Ich werde das einzig Sinnvolle tun. Ich werde zurückkehren zu Windows. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wer es bis hierhin durchgehalten hat. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Let's Trash, beim nächsten Let's Play, beim nächsten Let's Test, beim nächsten irgendwas. Hauptsache nicht bei Die Polizei. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.